Es ist Mai und die Schweiz steckt im Sommermodus. Auch dieses Wochenende sind die Temperaturen fast auf 30 Grad angestiegen und liegen damit über dem Erwartungswert für den Mai. Sättige warme Tage hat es hier in der Region aber schon früher gegeben. Die Klimatologin Noemi Imfeld untersucht Temperaturveränderungen mit Hilfe von Daten aus Hitzesommer wie 1947 oder 2018. Es gibt eigentlich, seit wir Daten erfassen, sehr wenig Extremereignisse. Und jetzt spezifisch 1947 ist spannend, weil es halt ein weiteres Extremereignis gibt, wo wir schauen können, aha, wie funktioniert so ein Extremereignis. Und wir wissen halt, es wird wärmer. Auf was für Sommer müssen wir uns, mit was für Sommer müssen wir können in Zukunft umgehen? Der Hitzesommer 1947 hat auch hier in der Region seine Spuren hinterlassen. Das zeigen auch die Zeitungsartikel vom Journal du Jura. Sie berichten davon, dass es wegen der Hitze zu wenig Tierfutter hatte und dass viele Bauern darum ihre Tiere mussten schlachten. Wegen dem hatte es auch zu wenig Milch und Anken und man musste diese Produkte rationieren. Im Hitzesommer 2018 war die Situation nicht mehr so schlimm, weiss Marco Helbling. Trotzdem bleibt ihm dieser Sommer in Erinnerung. Weil wir bereits unser Winterfutter im Sommer zufuttern mussten, haben wir natürlich nicht zu wenig gehabt. Wir mussten Heu und Ämter kaufen, damit wir genug Futter haben im Winter. Ja. Und das ist mir nicht bewusst, dass es vorher in diesem Ausmass machen mussten. Ja. Auf seinem Hof findet man immer noch die Spuren der Massnahmen, die er vor 5 Jahren gegen die Hitze ergriffen hat. Die Wässerung habe ich 2018 in diesem Hitzesommer montiert, weil man die Wärme einfach nicht mehr rausgebracht aus dem Stall. Und das hat ein bisschen geholfen mit dem Lüfter zusammen, dass man im Stall ein angenehmeres Klima hatte, dass die Tiere auch noch ein bisschen wohl waren. Die Folge von so Hitzesommer wie 1947 oder 2018 betreffen nicht nur die Landwirtschaft, sondern die ganze Gesellschaft. Über die Jahre haben wir aber gelernt, besser damit umzugehen. Vielleicht sind die Folgen nicht andere, aber die Auswirkungen, die sie auf uns als Menschen haben, sind andere. Das ist wahrscheinlich noch ein bisschen der Unterschied, weil die Seen sind gleich ausgetrocknet, aber wir können halt zum Teil besser mit dem umgehen, weil wir einfach als Gesellschaft resilienter sind und weil wir Möglichkeiten haben, mit Problemen wie Trockenheit teilweise besser umzugehen. Die Forschung zeigt, dass ein Hitzesommer wie 1947 oder 2018 mit dem Klimawandel zur Norm werden könnte. Es kommt ganz darauf an, was für Massnahmen wir jetzt ergreifen.